Mein Umfeld ist zunächst meine Familie. Da bin ich traurig, dass ich natürlich nicht den Kontakt zu allen meinen Kindern so halten und gestalten kann, wie wir es gewohnt sind, nämlich in intensivem Austausch, auch vor Ort zu Familienfesten an Wochenenden. Ich habe zwei Enkelkinder, die ich nicht regelmäßig sehe. Ich erlebe es aber auch in meiner Kirchengemeinde. Wir haben zwar wieder Gottesdienste in Präsenz, aber natürlich unter den Hygienebedingungen, und das hat natürlich, da ist mehr Abstand erforderlich, da sind die Masken erforderlich, und das macht ja was mit Menschen. Also die Unmittelbarkeit in der Beziehung und in der Beziehungspflege, die gerade in der Krise so wichtig wäre, weil einen das ja gerade trägt und vor Einsamkeit schützt, die fehlt. Und wir sind in der Gemeinde aber herausgefordert, kreative neue Formate der Beziehungspflege zu finden. Und das ist das, eine Krise hat immer ihre Chancen. Und diese Chance, neue Beziehungswege zu gehen, zu beschreiten, neu kreativ werden zu dürfen, ist auch etwas, wo ich der Krise etwas Positives abgewinnen kann. Also ich will sie nicht nur negativ sehen. So sehr ich sehe, wie schwierig es ist in den Altenheimen, wenn man seine Eltern dort nicht besuchen darf. An Einsamkeit. Dadurch, dass man sich nicht in der Form begegnen kann, in der Unbeschwertheit begegnen kann, nicht Feste feiern kann, ist das etwas, worunter die Menschen am meisten leiden. Natürlich auch unter der Angst, möglicherweise infiziert zu werden. Sicherlich ist es der Glaube, der trägt, gerade in der Zeit, in der wir jetzt wieder sind. Heute die Meldung, dass der Lockdown über die Feiertage ausgedehnt wird und gleichzeitig auf Ostern zugehen zu können, also tatsächlich auch einen spirituellen Weg gehen zu können über Gründonnerstag, Karfreitag bis hin zum Ostersonntag, das gibt mir Kraft. Kirche sollte so viel wie möglich ihre Räume öffnen können, so viel wie möglich kreativ dann auch Formate finden, dass man dort den Hygienevorschriften entsprechend auch Gemeinschaft erleben kann, Gottesnähe erleben kann und Spiritualität erleben kann. Und die Kirche geht neue Formate. Die Kirche, das erlebe ich in unseren Kirchenvorstandssitzungen, wir überlegen, wie erreichen wir die Menschen über 80, die besonders gefährdet sind, was machen wir mit unseren Konfirmanden, und da sind wir in intensiven Austausch, da haben sich natürlich auch die Themen der Kirchenvorstandssitzungen verändert.